Willkommen zurück zu einer weiteren Folge auf meinem Kanal und wir spielen wieder Open Queue Competitive und mit drei Tanks in der Runde und einem Team, was absolut hervorragend ist, wenn man dieses Spiel gewinnen möchte, weil Tanks einfach OP sind. Oh, mein Reinhard stirbt, schade. Ja, egal, das läuft schon, das läuft schon. Oh, never mind, die Ash hat nochmal zwei Leute getötet. RIP Ash. RIP, nee, was? Meine Tanks so. Ah, lol. Heute rum. Okay, aber Anna und ich sind noch auf jeden Fall stabil dabei, den Reinhard voll zu heilen, der gerade auf die Ash losgegangen ist. Ah, nee, sie wehrt sich. Und wird geheilt. Das ist auch beides irgendwie doof, muss ich sagen. Oh nee, das kriege ich nicht. Das kriege ich nicht sortiert. Fuck, 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 fuck. Nee, RIP Reinhard. Oh, die Gegner verteidigen sich aber gut, muss ich sagen. Die machen einen ganz guten Job. Also vor allem die Ash, die ballert halt hier einen Tank nach dem anderen weg. Oh, nein, Bruder, geh weg. Oh, natürlich, natürlich. What? Fuck. Hm. Und es wäre ein guter Moment, um zu switchen. Nämlich, wir haben halt schon eine Ada, das ist halt ganz gut. Und die Gegner nicht. Aber die Tanks müssten sich vielleicht ein bisschen anpassen auf die gegnerischen Tanks. Weil gegen den Roadhog und den... Also irgendwie eine Orisa wäre vielleicht ganz wild oder ein Ramatra oder so. Ah, komm, Rainer. Oh, wild. Er hat einfach trotzdem geschattert, obwohl halt das Schild da war. Ich raff auch gerade gar nicht mehr, was abgeht. Einfach alle haben gleichzeitig ihre Ult benutzt. Hier können wir es auf den Punkt. Okay, weil ist nicht mal jemand gestorben von den gegnerischen Tieren? Ah! Mami. Aua. Ja, den kriege ich halt auch nicht geheilt, bin ich ehrlich. Ich schmeiß mal so eine kleine jemalige Heilkugel darüber. In der Hoffnung, dass sie irgendwas tut. Oh, okay, wir könnten Punktes bekommen. Das könnte funktionieren. Okay, Apfel hat auch keine Lust mehr auf Roadhog und schubst ihn einfach von der Map runter. Das ist ja großartig. Boah, wir haben auch viel Zeit verloren jetzt. Uncool. Ja, wir haben eine sehr langsame Comp. Die Gegner sind ein bisschen besser auf Mobility unterwegs. Digga, kauf dir neues Mikrofon bitte. Ich habe ja gar nichts verstanden und meine Ohren tun jetzt weh. Ich merke auch gerade, ich habe viel mehr Elan irgendwie als die letzten Tage. Vielleicht weiß man jetzt... Oh mein Gott, Bruder. Bitte kauf dir ein Mikrofon. Ich habe Schmerzen in meinen Ohren. Ganz große. Oh mein Gott. Hilfe. Oh, 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 wilder Shit. Bei meinem Sigi geht's nicht gut, Bruder. Heilung. Bitteschön. Ah, Hilfe. Ja, keine Ahnung. Bin ich jetzt Paylord Princess oder ist Anna Paylord Princess? Ja, Digga, Reinhard. Irgendwer muss sich auch heilen und du bist überall und nirgendwo. Dann gehe ich jetzt mit den anderen beiden Tanks mit. Und esse nebenbei ein wenig Schokoriegel. Weil Schokoriegel toll sind. Oh fuck, ich muss niesen. Es kribbelt die Nase so ekelhaft. Oh, Rippaffe. Schade. Könnte man sagen. Okay, ich glaube, ich muss doch nicht mehr nie. Jetzt bin ich überfordert. Wie hat der Ziggy den Roadhog da jetzt runtergeschubst? Lol. Digga. Ey, die kriegen so viel Schaden, Alter. Das ist unglaublich. Aua. Ich mag das nicht. Aber ich ulte jetzt gerade auch nicht, weil ich... Also wenn ich jetzt ulte und dann geschattert wird, dann kann ich halt nicht reden. Ja, ich bleib mal hier unten irgendwie und... Oh, sorry, Anna, sorry. Ja, das war auch einfach nicht intelligent von mir, bin ich ehrlich. Ich habe intelligente Aktionen gestartet. Und ich bleib auch mal hier kurz in Deckung, weil da ist irgendwo eine Ash am Rumpimmeln. Die mir sonst irgendwelche Headshots in die Fresse haut. Und das mag ich nicht. Headshots sind ungesund. Okay, aber jetzt... Das zweite Teil war überraschend schnell. Da hätte ich mit einer etwas standhafteren Defense gerechnet. Aber letzter Teil war doch immer noch mal schwierig auf der Karte. Ja, ich schmeiß mal cool an die Ecke eine Kugel. Vielleicht kommt sie zurück irgendwie. So, dass man noch was damit anfangen kann.
Aha, okay. Die Ana handelt jetzt zu Roadhog, finde ich wirklich. Aber gewinnt sie das? Das ist die andere Frage. Du machst die Revox für niemanden. Wie ein Ort. Ich komm vor. Hä? Wo ist meine Ana? Da vorne. Hä? Hat sich da Roadhog verpieselt? Ich raff's nicht. Keine Ahnung. Verwirrung. Oh mein Gott, ich mach diesen Roadhog immer sofort wieder wach. Es tut mir so leid. Sorry, Ana. Das war echt gut. 2,5 Minuten übrig, wilder Shit. I got your back. So, wir sind in der Defense. Mit 3 Tanks wieder. Also gleiches Setup wie gerade eben. Oh, aber die Gegner haben geswitcht. Die haben mit Pharah dabei. Das ist nicht gut. Und Zarya scheinbar. Das ist in Ordnung, I guess. Weil irgendwie, also sie ist halt gegen Ziggy, wenn er die Grasp benutzt, ganz gut. Gegen alles andere halt auch. Oh, fuck, da habe ich zu spät geschaltet. Gar nicht mitbekommen, dass sie meine Backline angreift. Das war super dumm von mir. Hätte ich viel früher gucken müssen. I've blocked off his healing. Ja, cool, dass du dein Healing geoffblockt hast. Ich habe nur allgemein keine Heilung für euch. Das. Ah ja. Hört auf, so einen Schaden zu bekommen. Hilfe. Was stellt ihr euch vor, wie. Also, wie soll ich euch heilen? Frag von Freund. Ihr gebt mir Heilung. Okay, nee, da chill ich jetzt nicht, sonst bin ich gleich im gegnerischen Spawn drin. Und kuschel ein bisschen mit Roadhog. Darauf kann ich auch absolut verzichten. Oh, ah, never mind, das ist mein Affe. Ich dachte, das ist ein Gegner, der da links funkelt. Oh, auf gar keinen Fall. Ne, der Roadhog will mich, glaube ich, auch. Okay. Oh, 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 du, fuck. Oh, schönes Out. Fuck, immer, immer, immer. Ab muss sterben. Nice, 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 nice. Das, oh, das, oh, lecker, lecker, lecker. Schmacko fantastisch. Darauf erstmal noch einen Biss vom Schokoriegel. Ich glaube, das hört ihr nicht mal. Egal. Ich habe Schokolade im Mund, yay. Schokolade ist toll. Aber das Slow ist auch, das Slow-Zeug ist auch doof. Ich wollte auch eigentlich einen Damage-Kugel werfen. Egal. Ah ja, die Damage-Kugel könnte ganz gut kommen. Och nö. Oh mein Gott. Das ist ja doof jetzt. Okay. Nano auf Reinhardt. Damit Reinhardt Leute kaputt macht. So, auf ein bisschen aggressiv Leute kaputt hauen heute wieder. Gar keinen Bock. Ja, wundervolle Defense. Der Nano war gut. Richtig guter Nano. Das ist mein Girl. Thief. Oh, doof. Jetzt habe ich ihm Charge gegeben. Da hat wohl irgendwer irgendwie meinen Kill abgestaubt. Schade. Machst du nichts? Oh, das ist ja nicht gut jetzt. Mag ich nicht. Aua. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist jetzt auch nicht so ganz drin mit Defense. Nee. Das können wir vergessen. Ich hoffe, die beiden machen einen taktischen Rückzug. Ich schmeiß mal eine Heilkugel um die Ecke. Oh, schade. Okay, ich hoffe, Ana macht einen taktischen Rückzug. Doof. Wirklich doof. Wir haben das echt schön verteidigt eigentlich. Aber es ist halt einfach manchmal so, und dann kommt halt eine gute Ult oder so und dann war es das halt. Ein Grab, gerade wenn du halt nur Tanks im Team hast, so ist halt wild. Weil dann hauen halt einfach alle mit ihren insane krassen Nahkampf-Damage-Schwerten auf einen drauf und du kippst halt, oh mein Gott, lebe beide, bitte. Digga, ich bring dich um, wenn du stirbst, bitte. Oh mein Gott. Die kriegen halt auch alle viel zu viel Schaden. Stressig. Och nö, jetzt hat die gebabbelt. Mach doch nicht. Oh, wo ist denn der? Warum habe ich jetzt gefailed? Das war nicht mal. Also, er war halt nicht mal bei mir.
Die Wahrscheinlichkeit, dass ich reingefadet wäre, wenn ich nicht weiß, wo er ist, ist wahrscheinlich höher, als dass ich nicht getroffen werde von seinem Charge. Aber Freunde, das ist jetzt auch ein guter Moment, um wieder zurückzukommen. Ich bin auch gerade einfach nur so, keine Ahnung, dabei zu probieren, Damage zu sacken, damit ich halt Heilung habe für meine Mates. Okay, Affe hat geultet. Affe ist nicht mehr rot. Ach, ganz entspannt. Oh ne, doch nicht entspannt. Hallo. Heilung. Komm, rein nach bitte. Dankeschön. Aber gute Nate auch von der Ana gewesen. Ana immer, also die Ana heilt weniger als ich, ob Sli so, weil ich habe halt auch ihr Heilung, aber die macht gute Sachen. Die macht strong Nades und halt auch gute Nanos die ganze Zeit so. Oh ja, okay, der Affe ist down. Der hat Update Orb Extended. Reinhard, komm zurück bitte. Kannst du mal wieder ulten? Ah, okay, jetzt scheiß drauf, ich ulte. Da muss ich ulten. Oh, nevermind. Du kleine Bitch. Du kleine Bitch. Ehrenloser Bastard. Wo ist denn der jetzt hergekommen? Oh, nice, 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 nice. Tankdown. Also von mir auch, aber von denen auch. Das ist in Ordnung für mich. Das war ein Tausch im Prinzip, ein Tauschgeschäft. Oh, fuck. Sorry, schon wieder anders Leute auch geweckt. Ich bin auch einfach doof. Das geht absolut auf meine Kappe. Moin, Chuchu. Hallo, hör auf mich zu hauen. Uncool. Ja, wenn ich ihn einfach hätte schlafen lassen. Hätte mein Sigi ganz entspannt existieren können. Ohne Probleme. Ja, okay, schade. Weil ich mich gerade frage, was jetzt der längerfristige Plan ist. Weil die halt gerade auch einfach das Ding durchschieben bis zu unserer Haustür. Och nö, ist jetzt schon wieder. Mann. Ja, okay, rippt der Punkt oder so. Ja, das kriegt er aber nicht verteidigt. Auf gar keinen Fall. Ne, da können wir eigentlich jetzt nur noch den Zeitbonus mitnehmen und hoffen, dass sie entweder nicht reinkommen oder halt nächste Runde einfach halt weniger Zeit haben. Da müssen wir jetzt einfach mit einer strong und geschlossenen Defense spielen. Doch meine Ader in Ruhe. Huren. Stirb. Oh fuck, jetzt ist mein Mate gestorben. Ja, die schieben das jetzt halt einfach auf Flawless rein. Ohne Probleme. Nein, kein Fire Strike. Okay, wir müssen ein bisschen Ults sammeln noch eben. Also hoffe ich zumindest, dass Ball und Sigi noch Ult bekommen. Oder Contestant, oh mein Gott! Contest, Contest, Contest. Oh mein Gott. Okay, die... Ne, fuck, das ist meine Ana, die down ist. Ne, fühle ich nicht, fühle ich nicht. Oh mein Gott. Oh mein Hallo, die Hilfe. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Okay, vielleicht ziehen einen die jetzt. Digga, was für GG, wer hat das geschrieben? Okay, das war ein Gegner. Gut, Gegner dürfen das von mir schreiben. Aber nicht meine Mates. Das ist so Jinxy, wenn man das schreibt. Ja, GG. Gut, das war noch eine ganz nette Runde. 14 Minuten, 22.000 Heilung. Ey, das war auch einfach eine sicke Elim. Oh ja, das bin ich mit meinen beiden Ult-Kills. Ult